Kinder zu haben ist eine lebenslange Verpflichtung. In diesem Punkt sind Desi Kay aus Kentucky und ich wohl komplett einer Meinung. Was uns unterscheidet, ist die Bereitschaft, uns dieser Verpflichtung zu stellen. Während ich heute vor allem die Erziehungskonzepte meiner inzwischen erwachsenen Kinder untergrabe, indem ich meinen Enkeln den ein oder anderen Blödsinn beibringe, beendete Jesse Kay seine Verpflichtung durch seinen Tod. Allerdings ohne, dass er dazu seine Vitalfunktionen einstellte. Stattdessen lockte er sich unter falscher Identität in das Sterberegister von Hawaii ein, legte dort eine Akte zu seinem Ableben an und bescheinigte sich damit seinen eigenen Tod. Damit hatte sich die lebenslange Verpflichtung für ihn erledigt. Es ging ihm aber wahrscheinlich weniger darum, dass er später keine Lust haben würde, mit seinen Enkeln zu spielen, als darum, sich die Unterhaltszahlungen für seinen heutigen Nachwuchs zu sparen. Wenn vom Eindringen in fremde Computersysteme die Rede ist, dann fällt mitunter der Begriff ethisches Hacken. Was Jesse Kay da gemacht hat, ist das genaue Gegenteil davon. Identitätsdiebstahl, Computerbetrug, klar, das sind an sich schon Straftaten, die nicht unbedingt auf eine hohe persönliche Ethik schließen lassen. Aber wer seine eigenen Kinder unversorgt lässt, ist ethisch schon ziemlich weit unten angekommen. Ein Mann aus Kentucky wurde zu 81 Monaten Haft wegen Computerbetrug und Identitätsdiebstahl verurteilt. Er hatte sich unbefugt Zugang zu einem geschützten Computersystem verschafft und seinen eigenen Tod im Hawaii Death Registry System gefälscht, um Unterhaltszahlungen zu umgehen.